Willkommen zurück zu I Wanna Be The Mega Man 2. Das habe ich doch hoffen. Dass wir I Wanna Be The Mega Man spielen. Natürlich. Oh Gott. Nee, ist gutes Spiel. Gibt's das wirklich? Ich denke schon. So, von I Wanna Be gibt's schon eine ganze Menge. So, da brauchst du dich nicht wundern. So, wir probieren mal Quickman. Quickman? Ja. Quickman Volume 2. Zack. Im anderen Supermodus. So, bislang ist er ja noch ungefährlich. Recht? Recht. Recht ungefährlich? Aber das ist dir recht, dass er recht ungefährlich ist. Scheiße. Arschloch. Nur weil du scheiße planst. Nur weil ich scheiße bin. Das auch. Naja. Ich hab wenigstens was abgezogen. Oh Mann, ey. So. Wir werden den schon platt. Ja, das war ein guter Treffer. Nein! Ach. Jetzt ist der Roxas auch noch abgestürzt. Au. Na dann, ich hoffe, dass sich das bald wieder fängt. Okay. Too late. It's too late to apologize. It's too late. Ha. Oh Mann, geh doch mal zweimal vor. Ja, das wird jetzt ein bisschen problematisch. Vor allen Dingen, weil er immer noch sucht. Hm. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er wirklich weg. So, aber dafür haben wir einen Treffer mit Toadman hingelegt. What the fuck? Gleich geht's weiter, Freunde. Bis gleich. So, der Fehler ist behoben und jetzt ist nur noch ein Fehler da, nämlich Quickman. Quickman. Der mich gerade übelste fertig macht. Ach was, du hast noch mehr Leben als du. Ja. Nicht mehr. So, dann machen wir mal einen Gatsman. Ja. Haha, ausgewichen. Seine Teleportation immer ausweichen. Ja, nicht reinlaufen. So, jetzt geht's um die Wurst. Aber der kann sich ja nicht bewegen und wenn ich jetzt Roll mache, dann habe ich ihn nämlich besiegt. Haha! Yippie-ayo! Logisch. Und ich bekomme Quickman Q. Speichern. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir einen drin machen. Quickman. Gut, was habe ich denn überhaupt alles Q? Sollte ja nicht so viel sein. Weißt du, dass man einmal froh, dass Bildschirmübertragung bei Skype funktioniert und dann stoppt das Bild. Ist auch nicht schlecht. Okay. Gut, also wir haben Quickman gerade reingemacht ins Deck. Und ja, haben dafür den Slusher rausgemacht, weil ich mit dem eh nicht umgehen kann. Weißt du wenigstens, was der macht? Noch nicht. Hm.
Also stimmst dich schon mal darauf ab, dass du ihn nicht benutzen kannst. Das macht Sinn. Aber die Charakterchips, die kann man ja meistens benutzen. So. Gut, ja, das und dann war's das mit ihm. Wenn er aufmacht. Mach auf! Das war's. Und wir heilen uns um 40 Punkte. So, nochmal speichern. Falls ich das jetzt nicht überleben werde. Ich hab's gewusst. Dann mache ich mal das und das. So. Aha. Okay. Wupp. So mache ich den ganz gut fertig. So, wunderbar. Ja, ja. Gut. Und Toadman, und der dürfte auch erledigt sein, der zweite. Super. So. Und ja, dann mache ich noch einmal Ratatouille. Na toll. So. Wunderbar. Und wir bekommen Geld. So, speichern nochmal. Mann ey, kann man sich denn hier gar nicht kaufen? Wo ist denn überhaupt das? Ah ja. Mal schauen, ob es hier noch was Interessantes zu kaufen gibt. Na. Ah ja, genau, hier war ja der Laden. Was hast du noch? Wir haben Attacke plus 30. Wir haben die Air Shoes. Werde ich mir mal nehmen. Und Attacke plus 30 werde ich mir mal nehmen. Gut. So, genau. Das nehmen wir. Power Up nehmen wir. P-Memory nehmen wir. Gut. Dann bist du auch fertig. Schützen. Wir nehmen mal zwei Dietriche noch mit. Damit du in alle Häuser reinkommen kannst. Nee, damit ich alle Lieder verschlüsselten Daten finden kann. Also öffnen kann. Und dann geben wir Mega Man mal noch den Power Up. Was darf sein? 1, 2, 3, nimm 2, dann habe ich 3. Nimm 2! Rapid! Yay! Unsere Schussgeschwindigkeit hat sich erhöht. Yay! Woo. Speichern! Bei dem Spiel ist man wirklich aufgeschmissen, wenn man nicht nach jeder Ecke speichern tut. Also ich bin da aufgeschmissen. Jetzt nur noch die Frage, wo geht's weiter? Was müssen wir überhaupt machen? Interessant, interessant, der sagt mir nichts. Nee. Da war irgendwie was von einem schwarzen Navi noch. Oh. Was? Red Frag? Was ist das denn? Das ist jetzt die neueste Version von Bug Frag. Hm. Mega Man, was sagst du dazu? Was? Da ist ein Text für Mega Man. Das ist bescheuert. Wieso? Weil wir sehen nicht. Wir sehen nicht. Okay, dann tue ich mal Englisch vorlesen und übersetzen. It looks like it's emitting a weak radio signal, LAN. Es entsendet anscheinend ein ziemlich geringes Videosignal, LAN. This could das have ist super toll, so zu übersetzen. This could have something to do with ice on the net. Das könnte mit dem Eis im Netz zu tun haben. Hey, let's
Ask Dad to take a look at it. Fragen wir Dad mal nach, vielleicht weiß der mehr als wir. Danke. Bitte. Können wir wieder auf TeamViewer umschalten, weil Skype geht mir wieder auf den Arsch. Ja. Können wir gleich machen. Wir gehen erstmal noch zu Dart. Erstmal hin. Okay. Und ja, dann wird es halt ein etwas kürzerer Part. Wie der letzte Part. Ja. Gib's doch zu, du willst es nur darauf ankommen lassen. Dass die Parts so kurz sind. Okay. Ach, da ist unser Dart. Gut. Dann mal schauen, wie lang das Video ist. Und wenn es schon 10 Minuten entsprechend ist, dann... Was? 10 Minuten. Okay, dann machen wir noch nicht Schluss. Wir wechseln bloß kurz auf TeamViewer und dann geht der Part noch weiter. Yippie. Bis gleich. Willkommen zurück zu I Wanna Be the Kakarot. Die Pause ist vorbei. Wie viele I Wanna Be Kiss-Spiele willst du jetzt eigentlich noch spielen? Keine Ahnung. I Wanna Be the Roxas. I Wanna Be the Ultimatum. I Wanna Be Naruto. I wanna be man. Es gehört immer noch. I wanna be dead. Dad, Ärger. Roel wird im Internet vermisst. Und ach, das ist nicht so schlimm, mein Sohn. Da ist irgend so ein merkwürdiges Eis gefallen. Roel MIA. Ich weiß gerade echt nicht, was MIA bedeuten soll. Das Eis ist bestimmt die Ursache. Naja, vielleicht wollen sie es... Ah, MIA, Missing in Action, ah! Wo ich gerade CIA sage, oder? Was? Wo ich gerade CIA sagen wollte, oder? Wie ist dir das eingefallen? Nee, das ist mir gerade einfach so eingefallen, von wegen... Weil, wegen dem zweiten Satz, das musste ja noch eine Rückführung haben. Okay. Missing in Action, scheiß Internetsprache, Alter. Ich habe über das Netz die ganzen Kontroverse gecheckt und irgendetwas Schreckliches passiert. Und mir ist doch was aufgefallen dabei. Was meinst du mit etwas Schreckliches? Naja, ich hab dich gezeugt. Naturelle Zerstörungen, naja, naturelle Desaster, nicht Zerstörungen, Zerstörungen. Naturkatastrophen. Naturkatastrophen, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Dankeschön. Wir passieren überall in der Welt und so und die rennen so über die Gegend. Das ist fast schon wie bei den Titanen in Herkules. Gern geschehen, Vater. Während es ist zwar noch nicht so bekannt, aber jede Nations Environment wird kontrolliert von einem Environment-System. Warte. So, um etwas zu verhindern. Um Naturkatastrophen zu verhindern, dass sie überhaupt ausgelöst werden. Und das schafft ein Programm. Wie ist, macht das Programm das? I don't know. Me too. Aber das Eis ist ein spezieller Virus, der da irgendwas gefroren hat. Wieso schneiden die Sätze jetzt so kacke ab? Die das Netz eingefroren haben und das Environment-System und jetzt hat passiert Naturkatastrophen. So ein Mist. Ein Virus? Das Eis? Das meiste von den offiziellen Navis wurden von dem Removal Ops rausgeschossen. Es ist einfach zu gefährlich. Das ist einfach ein zu gefährlicher Virus, Punkt, fände ich aus. Das Eis-Virus hat vier Formen. Weiß, Rot, Blau und Gelb. Das heißt, die Chinesen und die Russen greifen an.
wissen wir. Okay. Eine also die Farben des Eises, nicht dass die Russen angreifen. Eine Spezialheilmittel wird gebraucht, um das Eis zu töten. Ja, man tötet jetzt Eis. Die einzige Heilung, die ich machen könnte, ist Red Cure, welches rotes Eis töten kann. Aber wir brauchen Daten, um das Red-Eyes-Virus-Dings-Teil-Scheiße irgendwie kaputt zu machen. Eine Probe? Wär's damit? Ah, mit dem kann ich Red Cure machen. Halte ein für eine Sekunde. Werkel. Angela Merkel ist unter dem Stärke. Ich hab's geschafft. Idiot. Red Cure ist komplett. Scheiße, Alter, deine schlechten Witze färben mal langsam auf mich über. Wenn du nicht, dich nicht beeilst und das Eis vom Internet entfernst, dann ist die ganze Welt in großer Gefahr, weil deine Software dann nicht mehr funktioniert, die Erdkatastrophen ausschalten kann. Das ist zum Kotzen. Was ist das für eine Logik? Diese Spiele ist so scheiße, wird immer schlimmer. Die Naturkraft dieses wurde von dem Programm unterdrückt. Für Jahrzehnte unterdrückt und auf einmal werden sie ausgelöst und sie werden die Welt zerstören. Genau, das Programm konnte es nur unterdrücken, nicht irgendwie löschen oder so, weil es ist ja alles sicher. Ich weiß, ich frage schon nicht mehr. Ich will gehen und das Environment-System reparieren. Und du... Ich werde nicht zurück sein für eine Weile. Ich werde die Eisviren dir überlassen, Lan. Ich gebe dir eine wichtige Aufgabe in deine Hände. Aber ich glaube, wir können das gemeinsam schaffen. Ich glaube, gemeinsam können wir diese Worte noch aufhalten. Überlass das mir, Dad. Wir beschützen die Welt zusammen. Mach nur so und geh. Mach stolz. Ich werde nach dem Environment-System schauen. Tschüss und auf Wiedersehen. Viel Glück, Lan, und hab. Mega Man. Ach ja. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-dum. Lan, er hat meinen richtigen Namen gesagt. Lass uns rein. Okay. Ja, jetzt. Nein, jetzt können wir eben auch die roten Eis. Kristalle kaputt machen? Ach, woher weißt du das? Ich habe das in keinem Textdialog lesen können, ganz ernsthaft. Also. Ja. Du musst nicht den Captain auf mir stehen. Lan hat was benutzt. Ja. Ich konnte es gerade lesen. Denn die Bildschirmübertragung macht das alles geradezu langsam, dass ich das machen könnte. Allerdings macht es nicht so langsam wie Skype. Das heißt, TeamViewer ist wesentlich besser als Skype. Skype kann mich nämlich am Arsch lecken. Skype ist eine beschissene, verkackte, blöde, verruchte, scheiß Wix-Maschine. Mach weiter. Was sagt die Zeit? Zeit sagt... Die sagt gar nichts. Mir ja. Sagt sie jedenfalls nichts. Gut. Dann werden wir noch ein bisschen weitermachen. Sagen wir noch 4 Minuten, dann ist 40, dann ja. Das wäre ein guter Zeitschnitt. Wieso kann deine Uhr eigentlich sprechen? Ja, du kennst nur die Sprache nicht. Ich kann nämlich ein bisschen zeitisch. Ah. Dafür kann ich nicht walisch. Ja, mein Vater kann fetisch. Quatsch. Schlechte Witze, jetzt kommen wir. La 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 la. Gute Logik, ich bin bei dir. Nein, das ist gelb. Jetzt machen wir daraus ein...
Jetzt machen wir daraus ein Lernspiel. Einen roten Kristall. Wo denn? Ah, da ist ein. So, seht ihr irgendwo einen blauen Pfotenabdruck? Wir haben blau und schlau gelernt. Das war meine Lieblingssendung früher. Nein, ist es heute immer noch. Nee, Quatsch. Ich hab's eigentlich auch damals gerne geguckt. War eine coole Sendung. Ja. Aber heute, heutzutage tut man es einfach nicht mehr wertschätzen. Ich weiß ja nicht, wie es heute ist. Vielleicht hat es ja sich verändert. Vielleicht ist jetzt der Hund jetzt 3000 Meter lang. Ich hätte speichern sollen. Stimmt. Du kämpfst nämlich gerade gegen Mega Man vs. Airman Version 3 und die könnte dich voll kacke rund runterhauen und so töten und so eine Scheiße. Yeah. Hey, guck mal, du hast verfehlt. Das passiert doch überhaupt nicht oft bei dir. Ach, halt die Klappe. Ein Block, um dich vor Windböen zu schützen. Klappt. Das ist doch anders erwartet. Naja, da war dein Lieblingsgeräusch. Ja, ich wollte es gerade sagen. Da kam Mr. Hue schon wieder. Das. So, Time Bomb. Oh, jeppa. Oh, da hat Skype... Oh, nee. Da hat Skype schon wieder ein Problem. Aber das macht nichts. Ich muss mich nämlich gerade tierisch konzentrieren. Eine Mutter kann keine Verbindung wiederherstellen. Was ist los? Oh, scheiße. Scheiße. Was für Scheiße, da hat gleich nur noch ein Feld. Jetzt hat er wieder alle. Das ist scheiße. Das ist natürlich scheiße. Da hatte ich jetzt halt am Arsch. Aber du hast jetzt Roll. Töte ihn doch! Ja doch, ich wollte mich erst treffen lassen, damit Roll auch mehr, also... Kannst du nicht irgendwie allergisch gegen Wasser sein? Oh nein, Wasser! Whoopidoo? Wow! Du hast ihn fast tötet, Alter! Wow, 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 oh mein Gott, ein Hit! Okay, Quickman. Ich werde mal schauen, was der macht. Ein Quick-Bumerang. Alles klar. $500 Zennies. Und du kriegst kein Erdmetreiter, weil du scheiße. Macht nix, Hauptsache ich krieg etwas Geld, womit ich mir wieder Upgrades und so kaufen kann. Weiter geht's erst im nächsten Part, Freunde. Was? Das ist doch nur 21.000. Das reicht nicht. Mit den 13 oder was? Wenn da noch eine 0 dran wäre, dann ja. Dann wird's reichen. Ja, eben. Okay, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao, ciao.